Mensch, Martina müsste schon längst da sein. Wo bleiben Sie denn? Boah, ist das da draußen ein Sturm. Papa, ich hab Angst. Ihr müsst keine Angst haben. Das ist doch ein ganz normaler Herbststurm. Eike hat auch Angst, Papa. Demon, du musst nicht weinen. Wir sind schon zu Hause, hm? So einen heftigen Sturm habe ich ja noch nie erlebt. Hoffentlich fliegt uns das Trampolin nicht weg. Demon, geschafft. Wir sind wieder im Trocknen. Wolfgang, kannst du die Einkäufe ausräumen? Ich gehe mich mit Demon umziehen. Wir sind ja pitschenass. Na klar, Martina. Geh dich umziehen. Ist doch kein Problem. Du sag mal, die Chips, hast du die für mich gekauft? Nö, die sind für uns alle. Hallo, Mama. Hallo, meine zwei Süßen. Demon und ich, wir gehen uns schnell umziehen. Und danach mache ich Mittagessen, okay? Mama, dürfen wir uns noch einen Trickfilm anschauen, bitte? Ja, einen Trickfilm dürft ihr euch noch anschauen. Oh, danke, Mama. Eigentlich lügt mein Pendel nie. Leider weiß ich nicht, wer das sein könnte. Falls mir etwas einfällt... Da bin ich ja mal gespannt, was Martina alles so Leckeres eingekauft hat. Haben wir denn überhaupt noch genügend Platz im Kühlschrank? Ach, da passt ja noch jede Menge rein. Ich hätte jetzt schon Appetit auf die Chips. Die lächeln mich so an. Warte mal, Demon, du hast da noch irgendetwas im Gesicht? Oh nein, lass das bitte kein Stromausfall sein. Nanu, da ist bestimmt nur eine Sicherung rausgeflogen. Was ist denn jetzt los? Ja, was ist los? Ich weiß auch nicht, geh doch mal Papa fragen. Papa, warum ist das so dunkel? Da wird es wohl die Sicherung rausgeknallt haben, Lena. Ich gehe gleich mal in den Keller runter und schaue mal nach. Und Papa, findest du die Taschenlampe? Ich habe sie schon gefunden, Sarah. Da schauen wir doch mal, ob sie noch funktioniert. Die Batterie scheint noch voll zu sein. Sarah, Lena, nicht mehr die Schuhe auf die Couch. Wenn das die Mama sieht, die schimpft wieder mit euch. Ich bin dann mal unten im Keller. Papa, pass aber auf, dass du dich nicht irgendwo anhaust. Lena, dafür habe ich doch die Taschenlampe. Wollt ihr mit runterkommen? Ja, okay, wir kommen mit. Was koche ich denn da jetzt zum Mittagessen? Bitte lass es nur die Sicherung sein. Warum können die Kinder die Fußbank eigentlich nicht wegräumen? Oh nein, Demon, was hast denn du gemacht? Warte, ich mach dir das ab. Ach, du hast dich voll festgesaugt an dem Teil. Das gibt es doch gar nicht, das muss doch abgehen. Demon, jetzt bleib doch mal stehen. Vielleicht, wenn ich dich hin und her schwinge. Nein, das geht auch nicht. Dann hoffen wir mal, dass es wirklich nur die Sicherung ist. Also, die Sicherungen sind alle drinnen. Dann ist es wohl doch ein Stromausfall. Und was machen wir jetzt, Papa? Sarah, da können wir gar nichts machen. Wir müssen warten, bis der Strom wieder da ist. Wolfram, du musst mal hochkommen. Ich brauche hier oben Hilfe. Mama hat gerufen, nicht, dass ihr was passiert ist. Ja, wir gehen mal schauen. Ach du Schreck, wir sollten uns beeilen. Los, Kinder, kommt. Was ist denn los, Martina? Demon hat sich diesen Pöppel auf den Kopf gesetzt und jetzt bekomme ich es nicht mehr runter. Ich brauche eure Hilfe. Demon, was hast denn du gemacht? Autsch. Pass doch auf, wo du hinläufst. Martina, du hast bestimmt nur die falsche Technik. Wolfram, ich habe alles probiert. Das geht einfach nicht runter. Lena, du hältst Demon unten an den Füßen fest. Martina, wir ziehen oben zusammen. Demon, strampel nicht so. Hoppala. Ist bei euch beiden alles in Ordnung? Zum Glück habe ich Demon aufgefangen. Ich werde mal bei den Fischers drüben anrufen, mal fragen, ob die auch Stromausfall haben. Mir ist langweilig, Lena. Mir auch. Das Festnetz funktioniert auch nicht. Ich versuche es über Handy. Mama, dürfen wir auf dem Tablet YouTube schauen, bitte? Ja, in 10 Minuten gibt es Mittagessen. Ich bin wieder da. Boah, ist das eine Kälte da draußen und der Sturm. Ganze Bäume hat es umgerissen. Die eine Straße ist komplett gesperrt. Ich gehe schon ran. Ja, schrecklich. Aber bei uns ist der Strom noch da. Als ich gerade gekommen bin, war im Café noch Licht. Wolfram? Na toll, jetzt ist bei uns der Strom auch noch weg. Und wie soll ich jetzt den Brei für Lisa zubereiten, ohne heißem Wasser? Mama, darf ich zu Lena rüber? Mir ist voll langweilig.
Draußen ist das totale Unwetter. Was ist, wenn dir ein Ast auf den Kopf fällt? Das ist viel zu gefährlich, Felix. Ach Menno, das ist voll gemein. Darf ich dann wenigstens YouTube schauen? Nur ausnahmsweise heute, Felix. Das ist ja komisch. Die Verbindung wurde unterbrochen. Dann scheinen die auch keinen Strom zu haben. Sieht so aus, als wäre in ganz Plymouth City der Strom weg. Sarah, wollen wir Pippi Langstrumpf anschauen? Das kenne ich gar nicht, Lena. Das ist voll lustig. Das ist ja wirklich lustig. Hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich weiß es auch nicht, Sarah. Und was machen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe mal runter Mama fragen. Die hat immer so gute Ideen. Mama, uns ist langweilig. Wir wollen irgendetwas machen, wissen aber nicht was. Kannst du uns weiterhelfen, bitte? Ihr könntet doch ein Brettspiel spielen. Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel. Das ist eine gute Idee. Danke dir, Mama. Lena, wollen wir Mensch, ärgere dich nicht spielen? Oh nö, das ist langweilig. Ach, der Strom ist ja wieder da. Dann kann ich ja doch noch Kartoffeln kochen. Mama, die Lena hat keine Lust zum Spielen. Was können wir denn sonst noch machen? Ihr könntet doch etwas Schönes für Weihnachten schon basteln, hm? Oder du malst ein Bild? Lena, Mama hat gesagt, wir sollen was für Weihnachten basteln. Oh, sag jetzt nicht, ich will gerade mein Taschengeld zählen. Du bist gemein, Lena. Dann frage ich Mama, ob ich Teddy baden darf. Teddy, ich habe eine Überraschung für dich. Du darfst heute in die Badewanne. Aber vorher müssen wir Mama fragen, ob du auch baden darfst. Ach, jetzt habe ich vergessen, Butter einzukaufen. Mama, Mama, ich will Teddy baden. Schau mal, der ist ganz doll schmutzig und der stinkt auch schon ganz doll. Bitte erlaub es mir. Bitte, 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 bitte. Ja, okay, aber du nimmst bitte dafür die kleine gelbe Badewanne oben. Danke dir, Mama, du bist die allerbeste. Ach, und Sarah, bitte nimm nicht das teuerste Shampoo, okay? Im Schrank und am Waschbecken in der grünen Flasche, das darfst du nehmen. Wenn das nach Apfel riecht, dann nehme ich das gerne. So, Teddy, jetzt ist die Badewanne voll. Schau mal, Teddy, jetzt habe ich hier das schöne Shampoo. Ich glaube, ich mache bei dir noch ein bisschen mehr drauf, so schmutzig wie du bist. Und jetzt muss ich dich gut waschen. Ih, Teddy, deine Hände sind ganz schmutzig. Und deine Ohren müssen wir auch waschen. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Schaum runtermachen. Oh oh, das wird ja immer mehr Schaum. Oh mein Gott, Sarah, was hast du gemacht? Lena, ich kann nichts dafür. Ich habe nur Teddy gebadet und auf einmal war da ganz viel Schaum. Wie soll ich das denn alles wegbekommen? Juhu, Schaumparty! Boah, so viele Seifenblasen. Lena, ich mache ein Schaumonster. Lena, wie siehst denn du aus? Ich bin Marshmallow-Mann. Sarah, bekommst du überhaupt noch Luft? Was hast du gesagt, Lena? Lena, wir sind Wolken. Jetzt muss ich mal nachschauen, was die da so treiben. Oh oh, Mama kommt. Lena, wo denn? Ich kann sie gar nicht sehen. Sie steht hinter dir. Ups. Mama, das ist nicht meine Schuld. Dafür kann ich nichts. Ich habe ganz normal Teddy gebadet. Schau mal, wie schön sauber der wieder geworden ist. Und auf einmal war da ganz viel Schaum. So, so. Und ihr zwei habt gedacht, ihr macht da gleich mal eine kleine Schaumparty draus. Ja, dann wünsche ich euch beiden ganz viel Spaß beim Wiedersaubermachen. Mama, das schaffen wir alleine aber nicht. Na, dann werde ich euch ausnahmsweise mal mithelfen. Dann muss ich wenigstens nächste Woche das Bad nicht putzen. Und ihr seid auch schon gebadet. Heute grüße ich ganz lieb Anke Scott, Lena Love, Silvio Vater und zum Schluss noch Playmobil Player. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.